Damit wieder recht herzlich willkommen hier wieder zurück auf unserem Kanal zu einem neuen kleinen Projekt. Und zwar spielen wir heute Slide in the Woods. Und wer kennt's nicht auf dem Kinderspielplatz? Wer war nicht gerne rutschen? Ich war auf jeden Fall dabei. Lass uns doch mal reinschauen. Okay, und wir sind direkt vor der Rutsche. Na, dann würde ich ja mal sagen, lass uns doch mal rutschen. Das Spiel ist ja nicht umsonst Slide in the Woods. Whee! Yay! Das war schön. So, jetzt ist die Frage. Soll ich jetzt hier öfter runterrutschen? Oder soll ich den Wald erkunden? Naja, also, wie gesagt, jetzt ein Spiel zum Rutschen. Und nochmal! Yay! Was ist passiert? Bin ich in einer anderen Ebene? Warum ist es jetzt hier so Silent Hill neblig? Oh nein. Es verändert sich jedes Mal, wenn ich ein bisschen anders, wenn ich da durchrutsche. Dann weiß ich ja gar nicht, ob ich so gerne rutschen will, wenn sich die Umgebung so verändert. Kann man nicht einfach hier an der Stange runterrutschen? Ich rutsche in eine andere Welt. Dann lass uns nochmal weiter rutschen. What the fuck? Ich sehe gar nichts mehr. Es ist nur... Wer war da? Eine Taschenlampe! Hey, hey! A lost flashlight. Luckily, it still has some battery left. Na dann. Ja. Wir wurden anscheinend an unserem Spielplatz... als Kind vergessen. Man hat uns einfach eine Taschenlampe da gelassen und dachte sich, okay, irgendwann wird der Bengel schon nach Hause kommen. Aber ich denke mir, ne, ich rutsche schon ein paar Mal. Ist? Was ist jetzt da? Okay. So, dann gucken wir mal. Was haben wir jetzt hier oben? Was? Was ist das denn? Zeitungsartikel. Small Town Tragedy. Small Town in the morning as mass missing persons case at the local park continues to go unsolved. Okay. Reports say both children and adults missing. Okay. A detective working on this case sheds light on its peculiarity, stating it's as if they disappeared into thin air. He adds that if anyone has any information pertaining to the case or if anyone spots one of the victims, to please contact law enforcement immediately. Okay, sind auf jeden Fall Eltern mit ihren Kindern verschwunden. Haben sich aufgelöst. Wie in Luft aufgelöst. Ja, jetzt haben wir den Artikel gelesen und was machen wir natürlich? Wir rutschen erstmal eine Runde. Yay! What? Ist uns jetzt jemand... Hallo? Kann ich da wie etwa... Warte mal, kann ich da auch wieder zurückrutschen? Nee, kann ich nicht. Das wäre ja auch geil, einfach so wieder hochklettern. Okay. Wir rutschen dennoch einfach weiter. Weil wir daran Spaß haben. Yay! Bis wir irgendwann wahrscheinlich nicht mehr rutschen sollten. Okay. Cool. Ist auf jeden Fall windig. Also, zumindest hört sich das so an. Aber wir rutschen dennoch weiter. Unbeschwert rutschen wir. Hallo? Hallo? Da steckt was fest. Ich glaube, da müssen wir immer noch mal runterrutschen, um es zu befreien. Oder vielleicht auch nicht.
Ja, wir gehen mal gucken. Was bist du denn? Jetzt weiß ich nicht, also wollen wir jetzt da hinterher? Ach, warum nicht? Let's do it! Yay! Und die Rutsche hört gar nicht auf, ja, zu rutschen. Es ist eine Endlosrutsche. Wuhuhu! Oh, meine Batterie geht. Ich sehe nichts mehr. Was ist. Nicht Batterie, bitte gib nicht den Geist auf. Okay, wir rutschen in. Wo sind wir jetzt reingerutscht? Hold and then release space while moving forward to crawl. Crawlometer? Aber warum geht denn das so? Aha. Das ist ja mal eine Mechanik. Muss ich vor irgendwas weg krabbeln? Vielleicht. Aber will ich doch nur rutschen. Also Wasserrutschen habe ich immer ganz toll gefunden, so im Schwimmbad. Okay, wir rutschen wieder weiter. Wir wissen noch nicht wohin. Okay. Wo sind wir? Da sieht es aus, als ob es eine Treppe ist. Ist das eine Treppe? Das ist aber eine hohe Treppe. Kann ich hier hoch? Lol, ich kann hier hoch. Okay. Können wir die Rutsche rückwärts hoch? Oh, warte mal, können wir nochmal ausprobieren. Also rückwärts, glaube ich, also vorher ging es nicht. Aber vielleicht können wir ja jetzt hier wieder zurück. Krabbeln. Also ich glaube, war da gerade was? Nope. Bin ich hier wieder zurück? Nein. Gut, dann gehen wir mal die Treppe hoch. Also wir wollen natürlich wieder zurück zu unserem Rutschpart. Weil, warum nicht? Wäre ja schon schön. Das ist keine Rutsche. Das ist eine Treppe. Vielleicht sollten sie die anders nehmen als so. Oha. Okay. Nee. Also eigentlich will ich ja nur rutschen. Okay, hier kann ich nicht rutschen. Hallo? Was ist das denn? Ach so, nee, ist klar, jetzt bin ich gefangen hier drin, oder was? E to interact to remove chain. Klar, wir befreien jetzt, was auch immer das hier ist. Soll das ein Herz sein? Okay. Was jetzt? To feed them? Wen soll ich denn jetzt feeden? Da ist irgendwas unten. Hallo? Also ich. Was bewegt sich denn hier? Also kommt jetzt irgendwer hierher? Kann ich hier hin? Ich möchte hier raus. Ich möchte hier raus. Und wir rutschen wieder.
versuche das Momentum mitzunehmen, aber ich krieg's nicht. Jetzt muss ich nach oben crawlen. Ich bin doch nur ein kleiner Junge und wollte doch nur rutschen. Ja, nun rutsch doch. Die Sounds sind ja mal gar nicht stressig. Hopp und hopp und hopp. 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 Ich komme mir vor wie so ein Hoppelhase. Nicht sowas. Okay. Und wir rutschen ins Unendliche. Mal gucken, wo wir rauskommen. Okay. Das ist vielleicht gar nicht so toll. Und wir sind wieder bei uns im Bälleparadies ohne Paradies. Wo ist die Rutsche? Das war Slide in the Woods. Okay. Und das Spiel ist instant weg. Okay. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst es uns gerne wissen in den Kommentaren. Lasst gerne ein Like da. Lasst gerne auch ein Abo da, falls ihr das noch nicht gemacht habt, damit wir uns in einem der nächsten Folgen wiedersehen können. Bis dahin sage ich erstmal, reingehauen.